Wenn die Leute denken, ich nehme Koks, ist das nicht geil, als Kompliment anzusehen, ohne Koks zu nehmen? Also ich habe in meinem Leben noch nie Drogen genommen. Ich trinke auch keinen Alkohol. Aber das ist ja so geil, dass die Leute das denken. Die Sache ist, ich darf nicht lügen. Das ist, also ich habe ein ziemlich krasses Mindset und ich bin auch ethisch sehr geil unterwegs. Ich könnte es mir sehr leicht machen. Ich könnte pro Tag 5 Mädels bumsen. Ich könnte euch alle verarschen. Ich könnte dir sagen, okay, geil, finde ich gut, was du machst. Kann ich nicht machen, Alter. Aber dadurch, dass ich mich entschieden habe, ethisch gut zu leben, dachte ich so, fuck, das kann ich nicht machen. Ich flirte mit vielen Girls, sag ich so, boah, die ist so geil, Alter, aber ich kann nicht mit der jetzt, weil das wäre zu viel, dann würde ich dich benutzen für irgendeine Stimulation, mache ich nicht. Das heißt, ich führe ein ziemlich ethisch geiles Leben und nehme auch keine Drogen und so. Ich minimiere mich immer mehr. Das ist aber nicht der primäre Grund von Gesundheit. Das ist nur secondary. Der primary reason of health is Mindset. Denkt an das Mindset, Leute. Ich habe es vorhin gesagt, macht doch euch eine Brand und habt den geilen inneren Dialog und resolve core conflicts. Danke als Mindset. Ja, danke als Mindset. Jetzt komme ich raus. The primary reason of health. Mindset. Ja. Shoot me, da gehen die Leute schauen, das sage ich. The Jeremy Fragrance ist das gewesen, für die, die ein Leben haben. The Jeremy Fragrance, das ist so ein Influencer, der gerne Parfüm ausprobiert. Okay. Das ist sein Ding. Das ist sein Ding. Und dann redet er vom Mindset. Ja, und er tanzt halbnackt in seinen Videos um, zu, wie er sich einparfümiert und so. Ja. Gratuliere, willkommen wirklich. Auf TikTok. Ja, was macht ihn so und so? Ja, halbnackt hat noch, im Netz hat noch immer funktioniert, wenn man schön aussieht. Also, wenn man das richtige Mindset hat. Ja, das Mindset. Mindset und Energy. Colton hat die Speech, respektive ist interviewt worden am OMR. OMR? Das OMR. Eine Krankheit. Das ist keine Krankheit, das stöhnt wie eine. So Ohrenkrankheit. Ist eine grosse Versammlung, ein Get-Together von den Online-Marketing-Rockstars. Das war in Hamburg. Okay, dann cool. Da sind alle Wichtigen aus der digitalen Welt sind dort. Lassen sich dort abzocken, damit diese Eltern irgendetwas erzählt vom Mindset. Da wäre ich auch gegangen, weil ich das gewusst hätte. Ja. Da wäre ich auch gegangen. All die erfolgreichen jungen Unternehmer, die dann haben auf LinkedIn fragen, sind die auch da? Ja. Sehr lustig sein, so zum Vorstellen. Ich habe nur so am Rande mitbekommen, so ein bisschen auf LinkedIn. Ehrlich? Okay, ja, vielleicht muss ich wieder mal auf LinkedIn. Aber wenn ich so Zeug sehe, dann muss ich sagen, nein, da muss ich nicht gehen. Ja, es hat wahrscheinlich auch noch Besseres gehabt. Aber das ist schwer. Ja, der Geissen hat noch geredet. Der Jeremy Fragrance, der ethisch korrekt fickt, finde ich, ist schon, okay. Ist schon etwas Schönes, was man sich mal geben kann. Immerhin. Und damit, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu der 81. Folge Comedy Männer. Los geht's. Comedy Männer, präsentiert von Emi Joghurt Pur. Comedy Männer Folge 81. Heute reden wir über dünne Schweizer, reiche Norweger und ganz, ganz arme Glarner. Mein Name ist Stefan Büsser, mit mir sind da und Herz und der Michael Schweizer. Wie geht's euch? Ja gut, auch wenn ich da nicht an der Rockstar-Olma bin oder wie es heißt, OMR. Ja. OMR bin ich nicht gewesen. Aber ich habe wieder mal festgestellt am Wochenende, alte, weisse Männer sind einfach geil. Danke, Michael. Wie geht's dir an? Noch nicht fertig. Was, hast du den Spiegel wieder mal gesehen? Ja, Spiegelputz. Ja, ich habe Spiegelputz da festgestellt. Nein, ich war am Konzert von Pepe Lienhardt. Das werden jetzt die Jüngeren, die uns hören, und wir wissen, es sind viele, die werden das jetzt nicht kennen, oder? Aber Pepe Lienhardt ist ein Musiker, der so grosse Bands hat, so Big Band Musik macht, oder? Und so Swing Sound und so Zeug. Und er hat damals, vor langer Zeit, oder, zum Beispiel auch mit Frank Sinatra Musik gemacht oder mit dem Sammy Davis Jr. Und er hat alle Grossen aus dieser Musik-Ära hat er schon begleitet mit seinem Orchester. Ganz lang war er quasi Band von Udo Jürgens. Oder? So. Und Pepe, der ist 77. Und gibt aber immer noch Konzerte mit seiner Band und das bin ich schauen. Mhm. Und es war richtig, richtig, richtig gut. Ich muss wirklich sagen, Pepe Lienhardt läuft, das kann man sich also geben. Auftreten ist auch der Pino Gasparini, der ist auch 77, ein Sänger. Oder? Und der ist da auf dieser Bühne rumgekampelt und gesprungen. Einst ist er auf so eine Box raufgekumpelt. Ich dachte, okay, jetzt geht er runter. Aber nein, der ist wieder sauber runter. Und es war einfach nur geil. Der hat die Geschichte erzählt aus dieser Zeit, wo er mit all diesen grossen Musikerinnen und Musikern zusammengespielt hat.
Udo Jürgens. Ist ja, er war ja eigentlich die Hausband gewesen, der Peppelin, genau. So die Hausband ja. Von Udo Jürgens. Aber eben, hat auch mit dem Frank Sinatra zweimal gespielt, mit dem Sammy Davis Jr., mit der Shirley Bassey, mit einfach mit... Legst sind jetzt Leute am Googlen da aus. Ja, Shirley Bassey ist natürlich ein riesiges Auch ein weisser alter Mann, Shirley Bassey, ganz erfolgreich gewesen. Ja. Und das, ist auch, und das Coole ist halt, im Prinzip spielen sie ja nur Lieder, also eigentlich Covers. Das ist eigentlich wie eine grosse Coverband, oder? Aber mit dem Unterschied, er hat dann halt zu jedem Song oder zu jedem Teil, den sie spielen, wie noch eine Geschichte dazu, weil er halt mit den Künstlerinnen und Künstlern, die sie die Songs davor spielen, auch zusammen gespielt hat. Und das macht es wirklich zum Erlebnis und halt auch wirklich einfach Profis. Das war das UMR von damals, oder? Er profitiert jetzt vom Glanz von anderen. Genau, oder? Das Mindset stimmt. Aber ob dann der Jeremy Frequenz, oder wie der heisst, ob der nachher dann auch in 50 Jahren immer noch irgendwo erzählt, was er für einen geilen Kokser ist, das weiß ich nicht. Also, mal schauen. So ist es mir gegangen, wie ist es dir gegangen, Aaron? Mir ist es gut gegangen. Ich bin am Dienstag bin ich den Stefan Büsser geschaut, ihm das zählt. Auch ein weisser alter Mann. Wunderbare Show gewesen. Super Stimmung gewesen, St. Gallen, kannst du mir, glaube ich, zustimmen. Ist bis jetzt stimmungsmässig die beste Stimmung Show gewesen. Ich war sehr eine coole Show gewesen. Gutes Entertainment gehabt, mit super Comedians und eine Sängerin. Hat's gehabt. Wie heisst L, sie? Ja. L. Die hat gesungen, richtig gut gewesen. Ich hatte mega Freude gehabt. Und dann bin ich nach der Show dort noch Backstage gegangen, haben wir noch ein bisschen geschwätzt miteinander alle und so. Und dann habe ich dieser Sängerin, der L, habe ich wollte sagen, wie gut sie ist. Also ich habe wirklich super gesungen, bin ich hingegangen. Also ich mal zu, Mike. Das ist ein Schauspiel. Ja, du bist ganz bin ich hingegangen, sehr, sehr diskret, nicht irgendwie überhaupt nicht blöd. Und habe gesagt, hey, Kompliment, ich fand, du hast wirklich super gesungen. Dann schaut sie mir an und sagt, ah, schön. Hat es Ihnen gefallen? Wow. Gut, ich muss sagen, die Elle ist glaube 19, wenn es mir recht ist. Wow. So 20. So. Sind Sie denn mit jemandem verwandt da? haben Sie da Freunde? Halt! Stopp nochmal! Jetzt tust du mich einfach duzen. Wir sind in der Showszene, da sieht man doch einander ja, nicht. Offenbar bist du eben nicht in der Showszene. Nein, und offensichtlich bin ich auch einfach irgendwie zu alt oder so. Und ja. Dann war es wirklich schräg gewesen. Und wir sind so in einem Alter jetzt, glaube ich, wo wir so in einer Sitzfalle stecken, finde ich. Vielleicht geht die auch noch weiter. Aber ich weiss wirklich nicht, wenn ich mit Leuten zusammenkomme, sieht man oder duzt man? Wenn Handwerker zu einem heimkommen, oder? Dann sagen sie an dem Telefon oder an den Leuten, ja, da ist irgendwie ein Müller, ja, grüezi, Herr Müller, und dann kommt er rein und dann kommt ein Bub rein oder so. Und dann, duzisch oder siezisch? Ich finde es mega komisch. Ich finde das Sie ganz komische Angelegenheit. Ich weiss nicht, wie habt ihr da mit duzen und siezen? Ich duze praktisch alle und alles. Schon, gell? Ja. Im Zweifelsfall du. Gell? Ja. Eben, das Sie ist sehr, sehr seltsam. Aber ich werde gesiezt von Leuten. Vielleicht strahle ich das auch einfach aus. Ja, und ich glaube, sie hat fälschlicherweise gemeint, du seist wichtig. Ja, wirklich. Eben, ich strahle es aus. Irgendwie hat sie gemeint, ich sei da der Besitzer von das Zelt. Der Chef von der Universal Europa. Ja, es ist einfach ein Zeichen, auch, dass ich jetzt wieder älter geworden bin. Ja, aber ja, ist definitiv. Stefan, wie geht es dir? Mir geht es sehr gut. Ich bin am Samstag bin ich an der Casino-Theater-Gala. Ich durfte dort moderieren. Und nachher gibt es immer oben eine grosse Tombola. Und ich bin so ein klassisches Opfer von Tombolas, weil ich immer Geld zahle, aber nie gönne. Also ich bin der Grund, warum das Zeug funktioniert. Genau. Und diesen Samstag war es ein bisschen anders gewesen. Ich habe irgendwie einfach noch 400 Stutz im Portemonnaie gehabt und habe gefunden, komm, ja, du gibst dir gerade... Ja, jetzt wunderst du dich, dass du es hast. Er hat für 400 Steine Lösli gekauft. Warte doch, Michael, ich weiss, Rechnen ist nicht deine Stärke, aber es kommt jetzt. Okay. Dann habe ich gefunden, gut, ist ja für den guten Zweck. Aha, okay, so, ja, also ist nicht... Man sammelt dort und für den guten Zweck. Ja, ja. Ich fand, hey, komm, dann gib das rein, hast du jetzt auch heute Abend etwas verdient und so, dann kann man etwas zurückgeben. Ja, so. Ja. Dann habe ich 40 Lösli gekauft, ein Lösli hat 10 Stutz gekauft. Es hat aber 2000 Lösli gehabt, also 40 von 2000 Lösli bei 10 Preisen. Ist jetzt nicht eine Quote, wo du sagst, ja, da musst du jetzt zwingend noch etwas gönnen, habe ich in den letzten Jahren ja auch nicht. Was es noch hat, sind 100 Sofortpreise. Also, ja. Von 0 bis 100 hast du einen Sofortpreis. Was ist ein Sofortpreis? Zum Beispiel das Joghurt pur? Zum Beispiel. So ja. Nein, das ist ein besseres Zeug. Also, dann habe ich die ersten zwei, drei Löse aufgemacht
Und dann ist schon der erste Sofapreis. Wir haben geholt eine Übernachtung in einem Hotel in Basel. Nein. Ach, oh ja. Das ist ein geiler Sofapreis. Cool. Dann wieder drei Löschen aufgemacht, schon wieder einen Sofapreis gewonnen. Ich dachte, du, jetzt wird es aber langsam ein bisschen. Was ist es gewesen? Das Schuss. Mal ist Eitrig war das Technorama in Winterthur. Ach, schön. Okay, nicht mehr so geil wie die Übernachtung, aber ja, auch ganz Spaß. Deine letzte war recht cool. Ist sehr geil, ja. Und dann noch wieder ein paar aufgemacht, wieder einen Sofapreis. Ich so, gut, das wird jetzt aber langsam ein bisschen unangenehm. So, nebendran super Sedi und hat sich zu Tod aufgeregt, wir hatten gar nichts gehabt. Und dann nachher bin ich das abholen. Das ist dann irgendwie so, sind irgendwie 8 Bier oder etwas gewesen. Da hätte ich lieber so gut gebucht. Aber gut. Dann nachher ist es weitergegangen. Nochmal einen Sofapreis gewonnen. Dann ein Eintritt zum FC Winterthur. Inklusive Schöton zum Bier trinken. Auch schon wieder. Wieder einen Sofapreis. Dann wieder zurückgegangen, wieder aufgemacht. Wieder einen Sofapreis gewonnen. Das mal ein Buch. Ich so, was ist denn da jetzt los? Vom Roger Schawinski? Nein, irgendwie das Vermächtnis unserer Väter irgendwie über toxische Männlichkeit. Vielleicht gut, wenn ich es lese. Okay. Auf jeden Fall habe ich 6 Sofortpreise gewonnen. Jawohl. 6 von 100 Sofortpreise sind bei mir gelandet. Okay. Und das ist mir, dann habe ich wirklich am Tisch schon so, so Interview wieder und so. Und so. Dann gibt es Essen und dann ist die grosse Verlosung. Dann kommen die 10 Hauptpreise. Jawohl. Oha, jetzt. Da hast du einen Helikopterumflug gewinnen mit dem Fabian Unterrecker als Pilot. Du hast mit dem Wam golfen. Ah. Der Victor. Schmuck gut, der Victor, Putz bei dir zuhause. Einfach so, was man halt so braucht. Und hast du das Nachtessen mit dir gewonnen? Dann habe ich das Nachtessen mit mir gewonnen. Nein, dann nachher ist es zu einem Preis gekommen, ein Blumenarrangement für 2'000 Franken, entweder für ein einzelnes Event oder als Monatsabo. Das darf ich jeden Monat... Ah. Schön neue Blumen heimbekommst. Okay. Dann kommt meine Nummer. Und das war mir wirklich unangenehm. Dann bin ich dort vorne auf die Bühne und gesagt, das ist mir extrem unangenehm, weil ich habe ja schon 6 Sofortpreise. Und dann irgendwie schon die erste Schiebe gerufen und so. Und da habe ich mich aber trotzdem gefreut, weil ich habe mega gerne Blumen und habe gefunden, komm, das ist jetzt eine perfekte Preise. Da bin ich retour und dann ist es darum gegangen, der nächste Preis war für 8'000 Franken ein Abend im Casino Zürich mit Nachtessen für 6 Leute. Oder? Du können, kannst 5 Kollegen mitnehmen und kannst dort einen Abend irgendwie, was, 8'000 Stutz oder was ist glaube ich, raushauen. Okay. Schweiz, haben wir Zeit. Haben wir Zeit? Frage ist so. Dann hat eine gewonnen, dann geht sie auf die Bühne und sagt, ja, es ist schön, aber sie hätte eigentlich lieber ein Blumenabo. Und ich, gell, dachte, ja, scheiße. Dann kannst du ja als Künstler, wenn ich jetzt einfach sonst Privatperson gewesen wäre, hätte man gesagt, ja, gut, okay. Als Künstler musst du das dann wie anbieten. Also es ist so ein bisschen unanständig, wenn... Okay. Sie ist private Person gewesen, und das ist jetzt wie so ein bisschen unanständig, wenn ich jetzt einfach auf dem beharre. Mhm. Also bin ich dort vorne, bin ich auf die Bühne. Und dann hat sie aber einen wahnsinnigen Kampf mit sich selber gehabt. Weil an ihrem Tisch haben die Leute gefunden, lieber ein Casino, weil ist klar, die haben mit und Geld gewonnen. Sie hat lieber ein Blumenabo gehabt. Das war ein super Schauspiel auf dieser Bühne gewesen, mit Leuten, die vom Publikum reinrufen, Abstimmung, wer findet sie so das Casino nehmen, wer findet sie so Blumen nehmen. Und ich bin dort oben gestanden und innerlich habe ich einfach bei Bitte, sie nimmt das Casino, weil ich will die Blumen, oder? Okay. Oh. So. Und dann am Schluss hat ihre Schwester den Stichentscheid gefällt und der war, sie gehen ins Casino. Ah. Also konnte ich meine Blumen können behalten und komme aber jetzt jeden Monat Blumen über. Ich freue mich mega auf das. Cool. Und wie groß ist denn der Strauß? Also kommst ja, das ist ordentlich. In Franken? 2'000 Stutz. 2'000 Stutz. Also kannst du es abrechnen. Das sind, du kannst gut rechnen, 200 Franken pro Strauß pro Monat. Ah, 10 Monate das sind aber rechte Strauße. Ja, eben. Also ja, das sind 12 Monate. Ja, eben. Aber es ist aber, oh, ja, okay, also, okay, okay, ja, das ist ein rechtes Ding. Ja. Auf das freue ich mich sehr. Cool. Ich habe ja noch nicht alle Möbel, aber jetzt habe ich mir... Kannst du in den Strauß hocken. Sind recht bequem. Ja. Wären wir mitgekommen ins Casino? Ja. Wenn wir hätten dürfen. Ja, hätten schon dürfen. Aber jetzt müssen wir ja nicht, aber wir wären mitgekommen. Ja, ja, ja. Ja, cool. Das war unsere Woche. Auch sonst ist viel gelaufen in der Schweiz. Und zwar das Thema, das glaube ich so ein bisschen am meisten für Aufruhr gesorgt hat, ist die Sekundarschule Stäfa. Die hat im Rahmen des Schulunterrichts einen Gender-Tag durchführen, wie sie das seit Jahren machen. Die SVP-Nationalrätin Andrea Glarner hat dann im Vorfeld relativ heftig gegen den Anlass geschossen. Ein Foto von der Einladung hat dann eine Welle von der Empörung ausgelöst, inklusive dem, wo man weiss, was passiert, wenn Glarner twittert. Es hat heftige Drohungen gegeben, was dann am Schluss auch zu einer Absage geführt hat. Man hat das so gelesen und dachte, ah, das ist jetzt die Cancel Culture, die Frau Glarner sonst immer meint. Oder? Ja, ganz schlimm. Es gibt ja auch nichts Schlimmeres in der Schweiz, als wenn Kinder etwas lernen. Das ist ganz tragisch, wenn sie etwas Neues kennenlernen. Aber es ist doch so, wir haben Krieg, wir haben Inflation, Fachkräftemangel,
Dann haben wir Wohnungsmangel, Medikamentenmangel. Oder? Aber gut kümmert sich der Andreas Glaner um die ganz wichtigen Sachen. Das ist ganz das wichtig. Das muss auch gemacht sein. Oder? Man muss auch auf die wichtigen Sachen schauen. Ja, er hat einfach das Kleindruck müssen lesen. Weil ich glaube, was Andreas Glaner nicht weiss, ist, er muss nicht eine Frau werden. Aber er kann, wenn er will. Also, er hat gemeint, er müsse. Könnte ich mir bei ihm aber noch ein bisschen vorstellen. Also, dass er so ein Crossdresser ist, weißt du, jemand, der gerne Frauenkleider trägt, das könnte ich mir noch vorstellen. Ja, vielleicht sollte doch etwas mehr. Ja, weißt du, so einfach, dass er ein bisschen ausgleichen Mal einen schönen Auftritt so als Drag Queen am Bauernmorgen von Andreas Glaner, würde ich schauen. Aber würde ich ihm humoristisch wiederum aber zutrauen? Dass es macht. Aber dann nur auf eine abwertende Art und Weise. Ja, vielleicht. Also wirklich so ein bisschen das Blackfacing von Gender-Variante. Gut, aber er hat ja nicht ganz Unrecht, oder? Was viele nicht wissen, die Sekundarschule Stefa, oder? Das ist das Epizentrum der Gender-Propaganda. Ja. Dort, von der globalen, die globale Bewegung kommt von Stefa aus. Stefa, Aber die ist ja im Kanton Zürich, Stefa, oder? Oder St. Gallen, Kanton, nicht Kanton Zürich, oder? Zürich. Wieso geht Ihnen denn das etwas an? Das verstehe ich nicht ganz. Also, das ist ja nicht sein Aufgabenbereich dort, oder doch? Also. Als Andreas Glaner bist du für alles zuständig. Vielleicht geht er dort in die Schule. Vielleicht hat es ja gar nicht mit dem Ort zu tun. Oder mit dem Gender-Tag an sich. Vielleicht hat er einfach etwas gegen Stefa. Ja, das kann völlig missinterpretiert. Da passt er einfach Stefa. Er hat es auch gegen den monatlichen Kinderflohmarkt an der Schule in Stefa. Einfach weil er Stefa hat. Aber Stefa nicht gegeben. Scheint es ja besonders mit dem Krippenspiel von der Schule in Stefa. Ja, gängig gar nicht. Ja. Und Skilager von dieser Schule in Stefa. Das ist ja nur Propaganda für den Wintersport. Ja, das geht gar nicht. Nein. Kümmert sich denn der Herr Glaner eigentlich nur um den Lehrplan von Stefa oder macht er das auch für andere Gemeinden? Kann man ihn da mieten? Der Lehrplanbeauftragte von der SVP. Ja. Vielleicht. Das vielleicht sein, oder? Er hat ja nachher ein Blowback gegeben, oder? Ja. Hoffentlich auch. Und er hat dann auf Facebook geschrieben, jetzt bin ich das Arschloch. Ja. So, nein, das stimmt ja nicht ganz. Ja. Nicht jetzt. Es ist schon immer ein bisschen so, hat man das Gefühl. Aber von was hat er denn Angst? Dass das Kind im Werken lernt, sich selber umzubauen? Ich weiß es nicht. So mit dem Laubsägen. Ja, so. In seiner Vorstellung funktioniert es wahrscheinlich wirklich so. Ja. Gut, Stefan, machen wir jetzt statt dem Gender-Tag machen wir jetzt einen Glaner-Tag. Ja. Man darf einen Tag lang alles ins Eich finden, was einem fremd ist. Ja. Vielleicht wie so als Ausgleich könnte man es machen. Ja. Unfassbar. Wir müssen uns gerne nicht allzu lange mit einer Diskussion aufhalten. Meinungen sind gemacht und es gibt, glaube ich, auch nicht zwei. Also von dem her ist es schon wahnsinnig erbärmlich. Sehr erbärmlich. Ist so ein bisschen wie wenn man der Polizei anruft wegen Lärmbelästigung von einer Party, die in einer anderen Stadt findet, und zwar am Morgen. Lass doch. Ja. Also, ich habe mir dann nur so überlegt, Andreas Glaner sollte sich eigentlich mit Genderfragen ein bisschen auskennen, oder? Man stellt sich ja ein bisschen die Frage, ist er ein riesen Dick oder einfach nur eine feige Pussy? Ja, ich weiß nicht. Ich meine, dass es so ein bisschen in seinem Naturell ist, oder? Einen Gender-Tag nicht zu gut finden, das kann ich nachvollziehen, das ist im Naturell. Ich finde, wenn er jetzt als Konservative die Meinung hat... Ja, die Meinung darf er haben. Es ist eine beschissene Meinung, aber er darf die haben. So, finde ich, ist jetzt nicht so, man kann beschissene Meinungen haben, geht immer noch so. Aber dass er halt wieder gehen, Telefonnummern veröffentlichen, oder? Von der Schulsozialarbeiterin, wo das nicht und einmal... Und den Namen und alles. Und sie ist im Lehrplan und alles. Also und das ist zum wiederholten Mal, und das ist einfach einem Nationalrat nicht würdig. Nee. Und einfach eine himmeltraurige Aktion zum wiederholten Mal. Unabhängig von der Meinung, die beschissen ist, aber... Ja. Wenn er sie hat, hat er sie halt, kann man nicht ändern. Aber so Zeug machen, es ist einfach feig und unwürdig. Ja, es ist einfach Wahlkampf, oder? Es ist Wahlkampf und er ist jetzt am Lärmen machen und macht jetzt den Wahlkampf auf dem Nacken von einer Schule. Ja. Die machen den. Gell? Weißt du, du kannst ja SVP wählen, das ist okay, wenn du das willst. Dann mach das und es gibt im Aargau ja auch genug SVP. Aber wieso wählst du so einen Hohlgrind? Ich weiß es nicht. Unfassbar, wirklich. Das ist unfassbar. Das Problem ist, was passiert ist, nachher rudert er wieder zurück und dann redet man nachher wirklich über, was in diesen Schulen so los ist. Und das ist immer die Taktik. Einfach zuerst mal ein hohes Theater machen politisch und nachher, ist jetzt schon ein bisschen zu viel gewesen, aber wir müssen schon über das Thema reden. Und dann reden die Medien nachher über das Thema. Yeah. Und das ist nicht gut. Das ist eine Scheiss-Taktik. Und alle fallen jedes Mal darauf rein. Wah. Nein, wirklich, ich finde es hinterletzt. Einfach auf dem Nacken von einer Schule. Ist ja nicht so, dass genug Lehrer hat schon.
Nein, das ist eh schon ein scheiß Job, wirklich. Ja, und das Problem von, über das Thema reden ist ja, dass einfach 95% keine Ahnung haben. Mhm. Also ich weiss nicht, inwiefern ihr euch mit dem Thema Gender, Genderfluid, Genderidentität etc. Viel zu wenig. Also bringt das dem Kind doch bei. Also ich gehe ja nicht schwer davon aus, man wird denen nicht sagen, ja, ihr müsst dann im Fall irgendwann ein anderes Geschlecht annehmen. Das wird niemand denen sagen. Sie machen das in 10 Jahren. Da wird ja mittlerweile ein paar Fälle haben, wo du sagen mal, oh nein, wir müssen vielleicht ein bisschen bremsen. Wir haben die falschen Anreize. So. Nein, aber das ist ja so wichtig. Weil eben, ich glaube, ganz viele von diesen Leuten, die dem Thema gegenüber kritisch eingestellt sind, haben auch einfach keine Ahnung davon. Ja, und es sind Kinder. Also weißt, wir sind alle im Französischunterricht und ist jetzt auch nicht so hängen geblieben. Ist jetzt nicht so, dass wir heute alle Franzosen wären. Und doch wissen wir, es gibt Frankreich und es gibt das Welschland und es gibt die französische Sprache. Es schadet nicht, um es wissen. Punkt. Gut, ich bin schon der Meinung, dass Französisch mir wirklich hart geschadet hat. Alles ist ein anderes Thema. So, ja, wir haben ja nicht einen weiten Weg von diesem Thema zum ESC. Am Samstag war Finale vom Eurovision Song Contest. Oder wie man der SVP sagt, Gendertag. Ja. Mit dem Unterschied, dass beim Gendertag alle auf die gleiche Telefonnummer anrufen. Das ist beim ESC zum Glück ein bisschen anders. Ja. Es ist mega schade, hat die Schweiz nicht gewonnen. Oder? Ja. Das könnte man jetzt den ESC das nächste Jahr schön in Stefan machen. Oder? Im Singsaal von der Schule. Oder? Ja, so im Seelen. Der Lukas Reimann hat sich übrigens zum ESC auch noch gemalt. Ja, oder? Ja. Ja, er findet, es sollten alle Schweizerdeutsch singen. Ja. Das ist ein Problem. Ich habe nichts verstanden. Wir haben die Deutschen einmal mehr geleitet. Ja. Die Deutschen einmal mehr. Mit Ansage sind es das Letzte geworden. Ja. Man muss es jetzt einfach langsam einsehen. In Europa ist für die einfach noch nie etwas zu holen gewesen. Also, gehen jetzt auf. Also, wie manchmal müssen wir so jetzt noch zeigen. Ja, wobei, man muss aufpassen. Wenn man die Deutschen zu lang piesackt, irgendwann geben sie um. Ist noch immer so gewesen. Vielleicht müssen wir es mal gewinnen lassen. Ja, im Vorfeld hat es ja schon ein bisschen Theater gegeben, oder? Weil der Selenskyj hat eine Rede halten per Videoschaltung im ESC zugeschaltet. Hat er da ein paar Worte an die Community richten. Ja, was will er dort reden? Ah, wartet irgendwie eine Langstreckenrakete und Panzer von der Gay-Community oder so? Vielleicht. Weil der ESC bringt Unterstützung in die Ukraine. Schöne Gewänder. Ja. Gute Musik. Der Volodymyr Zelensky, das klingt schon wie der Name von einer wahnsinnig schlechten deutschen Band am ESC. Wir sind Volodymyr Zelensky. Next up, Zelensky. Oder ein Tanz, weißt du? Wir machen den Zelensky. Ja, also, so wie Ketchup-Tanz. Ja, er hat jetzt auch rein optisch nicht so ins Ganze reingepasst. Oder mit seinem grünen Pulli. So, oder hat er sich dann noch so ein bisschen Glitter in die Haare gespreit oder so? Hallo, ich bin im Fall auch wie ESC. Ja, also. Ja, vielleicht. Im Nachhinein sicher richtig, dass man dort, glaub, die Rede nicht machen lassen hat. Das wäre so, das ist doch weird, nicht? Ja. Wenn sie zuschauen und sagen, hey, bei uns geht im Fall Bomben und Granaten. Aber hey, wünscht euch ein ganz tolles Fest mit Musik und Party. Yay! Hey, alright! Das ist ein bisschen Moodkiller. So. Was aber auf jeden Fall, wenn der Selenskyj hätte können reden, seine Rede hätte auf jeden Fall mehr Punkte bekommen als die Darbietung der Deutschen. Das weiss man jetzt schon. Ukraine 12 Points! Ja. Ist immer geil, wie sie denn. Sind noch gar nicht auftreten? Ja, genau. Ich finde, das ist immer geil, wie alle so in ihrem gebrochenen Dialekt so Englisch reden. Ja. 12 Points! Yeah. 12 Points! Boy, das ist herrlich. Super. Aber ja, wirklich, es ist ja ein bisschen ein Klischee, oder? Dass so Gay-Szenen, die Schwule vor allem, glaube ich, den ESC schauen. Das ist ein bisschen ein Klischee, das man so sagt. Mhm. Aber es ist schon ein bisschen so. Also im Umfeld rundherum hast du alle, die schwul sind, haben so gemeldet, ja, ich bin dann mal weg, ich schaue den ESC. Okay. Das war irgendwie herzig. Ja. Das. Ah, mal, okay. Ist aber auch wirklich einfach, also wenn man mal dorthin kann, muss man unbedingt machen, ist ein Riesenfest. Ich habe zweimal den Zweitkanalton kommentieren für das SRF. Vor Ort? Nein, das ist leider nicht vor Ort, das ist im Studio. Aber alle, die dort, hast halt mit vielen Leuten zu tun, die dann dort sind und so. Und sagen einfach, es ist eine unglaubliche, friedliche, geile Stimmung. Einfach eine huere Show. Also wirklich einfach, grösser wird es, glaube ich, nicht mehr. Also das muss man glaub, schon irgendwann einmal erlebt haben. Ja, das ist sicher und lustig. Und eine sehr lustige Szene. Der Graham Norton, der das ja moderiert hat für BBC. Der Moment, wo er hat müssen zum deutschen Punktvergabe schalten, wo bis jetzt ja glaub, gefühlt 50 Jahre Barbara Schöneberger gemacht hat, das Jahr jemand Neues. Und er schaltet auf Deutschland und sagt, okay, now we're going to Germany, there is Elton. Und wenn du als Brit einen musst ansagen, als
den Eltern. Und dann kommt der Dude und dann denkst du mir so, was Eltern? Ja, okay, sieht ein bisschen ähnlich aus. Das war ja der Gag damals beim Rab, ja, oder, dass er ihn wegen dem so, ja, genannt hat. Aber du als Graham Norton, der wirklich die ganze Zeit wahrscheinlich mit dem Elton John irgendwo noch rumhängst, ja, denkst du, ja, das ist ein bisschen weird. Sehr lustig. Sehr lustig. Irgendwie. Der Eltern. Ja, ja. Das habe ich mal gehört. Die Schweizer Farbfans haben wahnsinnig Angst, dass die Schweiz das mal gewinnen könnte. Ja, 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 wir könnten es gar nicht ausdrücken. Wir könnten es gar nicht. Erstens gäbe es keine Halle, die genug gross ist und kein Budget dafür. Ja. Ah, wirklich? Ja. Die Schweiz muss immer schauen, dass sie maximal Zweiter, ja, werden. Das ist wie so, ja, sind wie so niedere Liga-Clip, ja, die nicht genug gute, ja, Lichtanlage, ja, haben. Ja. 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 Ah, gut. Es wird dann nicht passieren, glaube ich. Ja, man weiß nie. Gell? Luca Hänni ist ja kurz davor. Ja, das ist der Dritte geworden, ja, glaube ich. Ja. Weißt du denn, wo der Riesen? Der 20. 20. Ja, okay. Von 18, glaube ich, oder was? Ja. Nein, es sind 526 Nationen. Okay. Ja, und also das muss man für so ein kleines Land, das eben keine Allies hat wie wir. Oder wie die Deutschen. Oder wie die Deutschen, ist es tatsächlich, also musikalisch im Fall eine grosse Leistung, dass du jetzt irgendwie viermal hintereinander im Finale bist. Das, ja, absolut. Ist das war bei uns früher so ein Familienanlass. Gewesen, haben wir zusammen, haben die ESC früher noch Concours d'Eurovision, ja, de la Chanson. Ja. Ja. Haben wir miteinander geschaut. Als Kind hast du natürlich einfach lange aufbleiben. Ja. Und hast, ja, mitgegeben, das ist wirklich lang. Ja, immer in der ersten Reihe die Lysassia. Ja. Also einmal pro, das war die erste Siegerin. Ja. Die mussten sie immer einmal, ja, müssen zeigen. Ja. Im ORF haben ja Stermann Grissemann immer den Zweitkanal Ton. Und dann ist gerade so Kamera vorbei bei der Lysassia und sie sagen einfach, das ist Lysassia, die erste Siegerin des Eurovision Song Contest. Man weiß bei ihr nie, wenn man sie sieht, ist die schon tot oder sieht die so aus? Oh. Übrigens, Pepe Lienhardt ist ja auch mal am ESC gewesen. Ja, mit Swiss Lady. Ich glaube, irgendwie Fünfte geworden oder so. Ja. Richtig. Ja, das auch gesagt. Wir bleiben in Europa, gehen in den Norden. In Norwegen gibt es bereits seit mehreren Monaten die sogenannte Sveitsbølge. Habe ich es richtig ausgesprochen, Aaron? Sveitsbølge. Sveitsbølge. Ich kann kein Norwegisch, ich kann nur Schwedisch. Ja, einfach. Ist ja näher dran, genau. Heisst auf jeden Fall Schweizer Welle. Die gibt es auch ein bisschen dort zu reden. Mhm. Es zeigt sich nämlich ein Trend, dass bei jungen und jungen Unternehmern, also junge norwegische Millionäre, gerne ihre Koffer packen und in die Schweiz ziehen. Mhm. Wobei ich finde, wenn du deine Koffer selber musst packen, bist du kein richtiger Millionär. Definitiv nicht. Sveitsbølge. Das tönt auch so ein bisschen wie so ein stinkender Fisch aus der Dose, wo so der Topf so nee. Tönt jetzt nicht. Schweizer Welle irgendwie. Ja. Schweizer, kann man sich gegen die impfen? Wahrscheinlich schon. Gegen die Schweizer Welle von Norwegen. Ja, aber finde ich spannend. Junge norwegische Millionäre. Also, was heisst das? Was sind die? 20, 25, so jung, oder? Ja. Aber wie viel gibt es denn von denen? Also, es ist so, können nicht so viel. Es ist nicht so, dass die Hunderttausende junge Millionen. Also, sie sind das Vierte und zwei sind jetzt da. Oder was? Also, wie muss, also. Ja, ja, die sind im Fall mega bescheiden, die norwegischen, ja, Millionäre. Die, ja, fahren alle in Fjord. Ich glaube einfach, sie haben es verwechselt. Die sind alle auf Schweden. Ja. Oder? Ja, das kann sein. Aber ich sage immer, und das sage nicht nur ich, das sagen auch andere Leute lieber, norwegische Millionäre als Millionen von Norwegen. Jawohl, ja, jawohl, ja, jawohl. Ja, ja. Bei der SVP reden wir ja schon von der Norwegisierung von, ja, der Schweiz. Ja, ja. Der Norwegentag oder der Primärschule Stefan ist abgesagt. Es hängen auch bald Plakate, ja, gegen die Einwanderung, oder? Norweger, Schlitzen, Schweizer, Fische auf. Ja, das könnte. Unsere armen Fische. Aber wissen denn eigentlich die reichen Norweger, dass sie selber gar nicht kommen müssen. Dass es würde wie lange, wenn sie einfach ihr das Geld schicken. Das sind die Steuern im Fall gespannt. Ich bin nicht physisch, dass sie es bringen. Es lange, wenn ihr eine Wohnung nehmt, irgendwo in Zug. Ein Briefkasten. Ein Briefkasten und das Geld schicken. Das ist im Fall gut. Also, so. Millionäre überrennen die Schweiz. Auf dem Zürichberg sind jetzt bereits Auffangwellen eingerichtet worden. Ja, ja. Dass man die auch gut runterbringen. Ja, ja, ja. Aber man merkt ja auch, dass Norweger kommen. Also das Wetter ist ja schon mal da. Ja, sag's nicht. Wie beschissen ist eigentlich das Wetter in der letzten Woche? Hure. Gott, regt mich das auf. Ja, es regt einem wirklich. Wenn du morgen zurückkommst und das ist wirklich nein. Ey. Es ist wirklich, man ist ja langweilig über das Wetter schnurren, aber es regt einem wirklich hart auf. Hure krass. Ja. Aber ich finde Norweger grossartig. Ich habe nicht sehr viele Bezugspunkte. Ich habe in Schweden gelebt, studiert und so. Hat es ab und zu Norweger gehabt. Lustige Leute. Die Sprache ist sehr lustig. Und einfach, man hat so das Gefühl, Norweger sind coole Leute.
For some reason, ja, man weiß es ja, nicht, wieso. Das ist mit den Holländern so. Ja. Ja, der Gummimann, oder? Das ist, die Holländer sind alle lustig, sind alle sympathisch, aber wenn du mal so einen triffst, dann singen. Weiß es nicht. Oder? Ich kann einfach nur eine Serie empfehlen, die heisst «Norseman». Gibt es auf Netflix. «Norseman» ist so eine Verarschungsserie von Vikings. Okay. Sehr, sehr lustig. Okay. Den müsst ihr euch geben. Wirklich lustig. Gut. Was auch Schlagzeilen gemacht hat diese Woche, ist ein US-Bürger, der auf Reddit gefragt hat, jetzt mal ernsthaft, warum sind junge Schweizer so dünn? Das haben sich dann anscheinend auch viele andere zugezogene Amerikanerinnen und Amerikaner gefragt. Denen muss man vielleicht erklären, wir sind nicht dünn, wir sind neutral. Ja. Ja, das ist nicht das Gleiche. Nein, wir sind vor allem dünn. Gewichtsneutral. Ja, wir sind vor allem dünn, weil uns Norweger alles wegfressen. Weißt du? Die vier. Ja. Die vier futtern, ja. Wie Wahnsinn. Nein, look, in der Schweiz haben wir so Sachen, so Wettbewerb wie Preisgegeln, nicht WTS. Ich glaube, das sagt ziemlich alles. Ja. Das ist ein grosser Unterschied zu Amerika, ja. Das ist so. Ja. Auch ein Unterschied, wir in der Schweiz, wir machen ja «Deine Mutter ist so dünn» Witz. Ja. Und wir essen sehr ausgewogen, oder? Rösti, ja, Fondue, Raclette, Cervila, Bratwurst. einfach das gesunde Zeug, oder? Ja. Da bleibt man dünn. Ja, also ihr. Ja. Hey, apropos Fressen, haben die lustige Meldung gelesen gehabt, dass sie so neue Bakterien und Pilzart entdeckt, ja, in den Schweizer Alpen. Mhm. Und die können Plastik bei niedrigen Temperaturen verdauen. Ja. Die Frage ist, können die auch Norwegen verdauen? Vielleicht. Frage für ein Land. Ja, aber was heisst denn bei niedrigen Temperaturen? Tun sie den Plastik so niedergaren? Ja, so? Ist er schon gut? Ja. Ist das Plastiksäckchen schon gut? Ja, ein Pilz macht das, oder? Der Pilz tut den Plastik quasi zersetzt. Oder? Mhm. Früher, oder bis zu dieser Entdeckung, dann hat es ja Skilehrer gebraucht, um gerade unter den Pilz zu verbreiten. Das wissen ja viele nicht. Ja. Oh nein. Ist so. Ja. Ohne Plastik, notabene. Ohne Plastik. Ganz, ja, richtig. Genau. Darum hat sich sie so gut verbreitet. Ja. Ja, du, solange es kein Schafen da gell, sonst müssen wir es dann abschiessen. Ja. Oh ja, der Chef. Oh, ja. Chef. Ja. Der Pilz hat ein Schaf gerissen. Oder wir müssen den Pilz umtun. Der Pilz hat ein Schaf gerissen. Aber ich höre schon die Wanderer so. Wo ist jetzt mein Softshell-Jäckli? Jetzt habe ich es gerade da hingelegt. So, ja, schon ist es weg. Pilz hat es gefressen. Ja, aber es sind hungrige Pilze. Oder? Das ist ja auch mein chinesisches Sternzeichen. Hungrige Pilze. Ich glaube, da war einfach einer wirklich hart auf Pilz. Irgendwie nur noch mit einem Stiefel heimgekommen. Ja, der Pilz hat meinen Stiefel, glaube ich, gefressen. Ja, also, fix hat er da. Schaut, wer schon mal so ein vakuumiertes Tankstellen-Sandwich so in Plastik gekauft und gegessen hat, weiss, auch der Mensch kann Plastik verdauen. Absolut. Das gab absolut kein, ja, Problem. Ja. Früher hat es ja mal geheißen, also, du kannst den Abfall rausbringen. Heute heisst, du kannst noch schnell Pilze und Bakterien füttern. Ja. Wann ist denn Plastik? Plastik ist Dienstag. Ah. Ja. Nein, wenn ich Pilz. Wenn ich Pilz? Wenn ich Pilz. Meistens nach dem Hallenbad. Nach dem Hallenbad ist Pilz. Sind die Pilzler eigentlich? Nein. Hast du schon gemacht. Aber. Ja. Nee. Es ist wahrscheinlich noch leise, aber wie bei allem war es so ein Trend in den letzten Jahren. Oh, man kann Pilzen, macht natürlich Fotos auf Insta und so Sachen. Es hat mich ein bisschen aufgeregt. Es ist ja einfach laufen. Aber du hast natürlich einen guten Grund, um in den Wald zu gehen. Du hast den Frieden wahrscheinlich. Alles okay. Mm. Aber es ist mir ein bisschen zu, es ist ein bisschen zu gehypt worden. Also wenn die Stadt Zürich geht, Pilzen, finde ich so, bleibt doch in der Stadt, für das sind wir doch dort hingezogen. Ja, vielleicht. Ja, das war schon wieder von Pilz und Gags für diese Woche. Ja, so gut ist schon nicht. Ich habe es lustig gefunden. Mindset, Schweizer. Mindset. Pilz und Gags. Kinder, ihr daheim früher hat es eigentlich die Tricks und Gags geheißen. Ja. Richtig. Deswegen kann ich mich so lachen. Und hat es einen Peach Faber Song mit Pilz gegeben. Das ist das der Merch von den beiden. Ja. Schweiz ist älter als sein Jahrgang vermuten lassen. Jawohl, so ist das. Ladies and Gentlemen, zum euren Mindset, auch noch ein bisschen Stärke, gibt es selbstverständlich noch mal ein paar ordentlich gute Inputs direkt nach dem da. Comedy Männer, präsentiert von Emmy Joghurt Pur. So, zum Ersten möchten wir jemanden für sein Mindset loben, der eben nicht einfach nur ankündigt, sondern auch macht. Das ist unser lieber Fluri Wettermann,
der abgeliefert hat. Und gell? Ja. Jetzt Flurry ja. hat abgeliefert. Oh. Ja. Oh, ja. Und wie? Wir haben vor ein paar Folgen mal gesagt, wenn er kein KI ist, was wir stark angezweifelt haben, dann nachher muss er das beweisen, indem er beim Meteo irgendetwas, das wir als Referenz für Comedy-Männer könnten brauchen. Nein, man hat gesagt, Iltis Haus. Haben wir Iltis Haus? Haben wir gesagt, man muss Iltis Haus auf die Meteo-Karte bringen. So. He did. Letzten Samstag, für die, die es nicht gesehen haben, schaut so, ja, ihr könnt es online srf.ch/play könnt ihr nochmal nachschauen. Das Meteo vom letzten Samstag, dort ist Iltis Hause drauf, aber nicht nur das. Mhm. Er hat alles mögliche. Wülflingen ist gerade noch drauf. Wülflingen ist drauf, St. Gallen Büssi im Welschland. Im Welschland. Ja, Dennero ist drauf, Grindelwald ist drauf. Richtig. Herzogenbuchsee, Arosa, wegen dem Herz. Herz. Ach so, ja. Genau. Und da hat er also wirklich mehr als nur abgeliefert. Herzlichen Dank, wir haben uns sehr gefreut. Ja, ist lustig. Danke, Gaudenz. Leider gefällt hat Stefan. Wenn er kein Kühler hätte, hätte er vorausgesehen, dass Stefan... Hätte es mal drauf gehabt, aber der Glarner hätte irgendetwas mit Hass. Er hat das Glarnerland auch rausgeschickt. Ah nein, Schwander ist ja auch noch drauf. Garage Müller in Schwander. Grüße, ist auch noch drauf. Natürlich, Schwander ist auch noch drauf. Ja, wirklich grosses Kino. Auch eure YouTube-Kommentare darf ich gerade so übernehmen. Wir haben ja gefragt, wo hört ihr uns? Es sind schöne Sachen zusammengekommen. Da schreibt zum Beispiel ein Berlin, wir sind seit einem Jahr unterwegs mit dem Camper auf der panamerikanischen Route von Kanada bis nach Ushuaia. Da muss man vielleicht für die, die am OMR-Festival waren, die Influencer sagen, Ushuaia, das ist nicht der Club in Ibiza. Nein, das ist das südlichste Kaff von Argentinien. Aha. Und sie hören uns immer auf der langen Fahrt und freuen sich dann so, ein bisschen die Heimat mit rüberzukommen. Jetzt sagen wir von Ihnen allein schon in 17 Ländern gelost. Geil. Ja. Grüße in Camper. Ja. Ja. Gut. Gute Reise, macht's gut. Dann andere, ich höre euch dienstags auf dem Laufband mit Blick in die Stadt Dubai. Jawohl. Ah, schön. Ja, also hättest du so eine Tapete vorne dran von Dubai? Echt. Ja. Hat so am Laufband so ein Poster von Dubai und dann rennt er dort. Und sagt, ich schaue auf Dubai. Ist nicht falsch. Ja, nächste Woche schaue ich dann auf Paris. Ja. Und übernächst auf Stefan. Fitness ist scheinbar beliebt. Auch da schreibt jemand, ich schaue immer auf dem Ergometer im Fitness. Und dann manchmal noch das zweite Mal die Haie auf dem Fernseher. Ja, die Schweizer sind dünn. Ja, was macht eigentlich deine Rudermaschine? Nein. Steht sie schon im Ecke? Nein, ich habe noch keine zugetan. Ah. Nein, so weit bin ich noch nicht. Ich höre so einen Podcast beim Nachtessen auf dem iPad. Ja, auf dem iPad. Hören, auf dem iPad. Also, schauen. Wahrscheinlich schauen. Ne? Solange er nicht füttert mit dem iPad. Oh, das ist wieder ganz etwas Niederes. Das sieht scheiße aus. Ja, wie der Selfie-Stick. Ja. Ja. Ich höre immer beim Badzimmer putzen. Ich hasse die Arbeit, aber mit uns ist es ein bisschen erträglicher. Ja, sauberes Bad. Ja. Ja. Und ich höre uns seit etwa 5 Wochen zweimal täglich auf dem Arbeitsweg. 35 Minuten am Morgen, 45 Minuten am Nachmittag. Geht perfekt auf. Haben wir noch mal eine Folge, die 45 Minuten geht? Ja, aber die Secret-Folge. Könnt ihr suchen? Ja, könnt ihr suchen. Ja. Und abonnieren. Unbedingt. Glocke. Ja, wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann könnt ihr mal den Podcast noch abonnieren. Das hilft uns. Ja. Das ist wichtig. Hilf abonnieren, allem, kommentieren, Glocken, teilen, anderen erzählen. Ja. Das ist der Mindset. Ja, das ist wichtig. Das ist der Mindset, den ihr müsst haben. Ethisch korrekt hören. Damit es auf Stefan. Dann könnt ihr 5 Leute wegflanken. So. Okay. Ethisch korrekt finden. Ohne Pilz heisst das, oder mit? Dann mit wahrscheinlich. Ja, mit.